wirklich so aussieht. Los, mich sieht man ja. Hey, da, wo warst du? Ich hab grad gesehen, wie welche Frau verprügelt haben. Wer hat das so viel? Ich weiß es nicht genau, aber ich hab's gefilmt. Alles, was ist mit dem Schal? Gut. Scheiße, Mann. Egal, zeig es uns im Unsinn. Du bist so blöd. Guten Morgen, Kinder. Guten Morgen, Herr Herrmann. Oder wenn du mich am Haus schreibst, dann kannst du es noch. Kannst du nicht. Dann möchte ich sagen, dass wir das Spiel machen. Ja? Das weißt du. Du kannst schon helfen, die Mittagspause wieder aufholen. Schau. Ey, Scheiße, Mann. Was soll ich? Ich zeig's euch später. Das war's, viel Spaß. Null Bock auf Unterricht, ihr? Ich auch, Sport auch noch. Danach in Mathe, was für ein Leben. Ja, das ist schon mal ganz gut, oder? Professor. Und da wir nicht wollen, dass dein kleines Video in fremde Hände gerät, bleibst du so lange hier, bis wir wissen, wo dein Handy ist. Ich schwör's euch, es ist in der Schule, Raum 110, in der Schublade, im Pult. Billige Ausrede. Jetzt reicht's! Wir gehen in die Schule und holen uns das Handy. Und wenn es dort ist, hast du ein mächtiges Problem. So spät noch in die Schule. Von mir aus schlagen wir auch ein Fenster ein. Aber wir müssen das Handy holen, bevor irgendein Lehrer dieses Video sieht. Und du, Johnny, du passt zu lange auf sie auf. Ja. Auf YouTube, Digga. Diesen Stift vermisse ich. Dennis, geh mal rüber und frag, ob Laura mit dem Video, das Laura uns zeigen wollte. Vielleicht haben die Spiegel etwas mit ihrem Verschwenden zu tun. Auch ihr Handy mit dem Video. Lass uns raus. Ich habe eine Idee. Sprechen halt mal mit dem Schulleiter. Und was soll der bestellen? Hat die noch von der Schule? Wenn ihr Laura wiedersehen wollt, dann müssen wir das Handy aus der Schule holen. Entweder ihr kommt mit mir mit oder ich ziehe es alleine mit.
Schwester. Ständig kommt sie in Schwierigkeiten. Aber irgendwie ist sie zu meinen Freunden. Ich bin übrigens Johnny. Hab ich schon mitbekommen. Ich bin Laura. Ich weiß. Aber warum kommt ihr in Schwierigkeiten? Keine Ahnung. Sie haben so offen bleiben. Das ist echt lustig. Wie wär's? Wir gehen jetzt zur Schule und klären die Sache. Ich will keinen Streit mit euch. Euch zu filmen war dumm, aber die haben aufgeprügelt. Und wo warst du denn überhaupt? Zum Glück war ich nicht dabei. Ich hab geschlafen. Achso, aber wieso machen die sowas? Das kann viele Gründe haben. Ach, du hast recht. Wir gehen jetzt zur Schule und klären das. Ich finde dich echt nett, Charlie. Alle. Wo ist das? Wo kommen wir jetzt da rein? Da ist ein Licht. Vielleicht ist da irgendjemand drin. Ich weiß, ich glaube, das ist. Ich bin nur so vor dem Haus. Ich habe ein toller Hausmeister. Was machen wir jetzt? Das ist unsere Chance. Und für die Laura, wir tun es nicht, aber dabei wollte ich.
Schokolade? Nein. Scheiße, Mann.